Atlantis. Heute wollen wir noch einmal auf eine der vorherigen Folgen zurückkommen und wieder einsteigen zu dem Thema Reisegutscheine. Alle von euch, die aufmerksam Nachrichten verfolgen, bekommen es ja mit, dass es hier Pläne gibt, künftig abgesagte Reisen oder schon geleistete Zahlungen auch in Form von Gutscheinen abzuwickeln oder zu regulieren. Die Details dazu möchten wir euch ganz gern noch mal etwas näher bringen und das wird euch jetzt Jochen erklären. Ja, gerne. Es geht einfach mal darum, das wertneutral nochmal wiederzugeben, woher die Idee kommt und was das eigentlich soll. Hintergrund ist erstmal die EU-Pauschalreisenrichtlinie aus 2018. Da sind ja diverse Varianten an Verbraucherschutz und so weiter neu geregelt worden, in ein Formular mal gepackt worden. Das ist leider das, was selten jemand liest, was er bei Buchung bekommt. Aber da steht drin, wenn Reisen abgesagt werden von Seiten der Veranstalter, muss das Geld zurückerstattet werden. Es gibt nur diesen Weg. Andere europäische Länder haben das EU-weit anders umgesetzt. Es gibt 8 Stück, die zum Beispiel von vornherein das Ganze nur in Gutscheinen erstattet haben. Jetzt ist der Punkt gekommen, wo eben Veranstalter in der Bundesregierung angefragt haben, können wir das auch alternativ zurückzahlen? Die Bundesregierung hat im Moment ja dazu gesagt, es muss aber von Brüssel rückbestätigt werden. Also die müssen das final absegnen. Falls das kommen sollte, dürfen aktuell geleistete Anzahlungen oder Gesamtzahlungen von abgesagten Reisen aus März und April in Gutscheinform erstattet werden. Die Gutscheine sind bei dem jeweiligen Reiseveranstalter in dem jeweiligen Reisebüro, wo es gebucht wurde, gültig und zwar bis Ende 2021. Nimmt keiner weg, bleibt eins zu eins bestehen, kann man für alle möglichen Reisen dann wieder einsetzen. Wer bis 2021 noch keine Alternative dann gefunden hat oder nicht verreisen konnte, wird danach das Geld definitiv auch wieder ausgezahlt bekommen, aber halt auch erst danach. Das ist die Idee dahinter. Es wird auch Härtefälle geben, inwieweit man dann eventuell auch vorher schon einen Gutschein auszahlen kann. Wie die aussehen, weiß man aktuell nicht. Das ist jetzt Sache, die bei Brüssel auf dem Tisch liegt. Müsste eigentlich die Tage heute Morgen entschieden werden. Sowas haben wir im Hintergrund gehört, sind uns aber nicht sicher. Aber wir wollten das schon mal kurz ansprechen, weil wir die ersten Rückfragen auch schon hatten. Was ist das? Was bedeutet das? Was steht dahinter? Das ist der Grund und wir halten euch hier natürlich auch auf dem Laufenden, was dann noch dazu entschieden wird oder ergänzend noch kommt. Sehr gut, ja. Vielen Dank, Jochen. Fand ich jetzt nochmal sehr hilfreich und sehr wichtig. Ihr erinnert euch vielleicht, als wir das erste Mal über das Thema Gutschein gesprochen haben, haben wir auch so eine kurze Rundfrage daraufhin gestartet und euch mal um eure Meinung gebeten. Und unisono habt ihr uns alle damals gesagt, wir finden Gutscheine eine super Lösung. Ehrlich gesagt sehen wir das auch so. Es gibt jedem eine gewisse Planungssicherheit. Die Gutscheine werden ja auch nachweislich durch die Regierung abgesichert. Also ganz wichtige Information nochmal, das Geld ist nicht weg. Es wird geparkt und wenn ihr jetzt dieses Jahr, sei es durch nicht mehr neuen Urlaub, den man kriegen kann oder welche noch immer, dieses Jahr nicht mehr reisen könnt, betrachtet es einfach wie ein Guthaben, was da liegt und ihr könnt dann nächstes Jahr den wohlverdienten Urlaub trotzdem angehen und habt ihn gedanklich eigentlich auch schon bezahlt. Also von daher eine sehr, sehr charmante Nummer und wir glauben auch, dass das ein richtiges Signal auch gegenüber den Leistungsträgern ist, den Hotels vor Ort und so weiter, dass man weiß, wir sind nach wie vor interessiert dran, wir sind treu, wir wollen auf jeden Fall Urlaub machen. Und wir gehen, wie gesagt, davon aus, dass es am Ende des Tages auch so kommen wird. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, hat die Politik das letzte Wort. Sobald wir das wissen, melden wir uns wieder mit neuen Informationen dazu. Das machen wir auf jeden Fall. Wir bleiben dran. Inside Atlantis ist ja auch extra für euch kreiert worden. Deswegen auf dem Weg immer neue Infos. So, jetzt wünschen wir euch einen sonnigen Tag. Wir werden den auch in irgendeiner Form noch restlich genießen und kommen morgen sicherlich mit ein paar Ostergrüßen rum. So ist es. Bleibt gesund und bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.